Grüße euch, Freunde der Sonne. Schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir über Path of Exile 2. Und wir sprechen heute über den Multiplayer-Modus. Wie kann man zusammen spielen? Was sind die Vorteile davon? Was sind vielleicht auch Nachteile davon? Wie wirkt sich das in verschiedenen Spielszenarien aus und so weiter? Und noch ein paar Spekulationen zu unterschiedlichen Themen, was den Multiplayer angeht. All das heute im Video. Ihr könnt Path of Exile 2 von Anfang an alleine oder mit bis zu 6 Spielern erleben. Also das ist, denke ich mal, das erste Wichtige, was wir hier ansprechen müssen. Eine Gruppengröße ist also 6 Spieler. Und ihr könnt von Anfang an entscheiden, möchtet ihr das alleine durchzocken, das Ding, oder möchtet ihr mit anderen Spielern zusammen das machen. Ihr könnt es auch nur zu zweit zum Beispiel machen oder zu dritt. Es ist allerdings so, dass es nicht dementsprechend gestrickt ist, dass einer geht zum Beispiel los und der macht dann die Quest, der andere steht blöde in der Stadt rum oder macht sich kurz ein paar Pommes oder so und lässt sich die Quest absolvieren. Ihr müsst das gemeinsam annehmen, gemeinsam spielen und gemeinsam abgeben, weil sonst zählt der Fortschritt halt eben nur für die eine Person und nicht für die andere. Und ich finde das natürlich auch gut, weil sonst könnte man das ganze Ding ja schon ab dem Punkt exploiten mit Partyplay. Deshalb gehen wir auch mal weiter zum nächsten Punkt. Ich denke, das Wichtigste ist hier eigentlich schon durch. Die Bosse und die Feinde sind schwerer. Na, also das hofft und denkt man sich bestimmt auch. Mehr Lebenspunkte wurden auf jeden Fall auch mal erwähnt, weil man eben mehr Damage auch fahren kann, weil eben auch Synergien möglich sein werden. Das heißt, wenn ihr entsprechend coole Skills dabei habt, die zueinander passen, können die sich gegenseitig verstärken. Wenn ihr Feinde frostet und der andere hat irgendwas, was bei eingefrostete Feinde zerschmettert zum Beispiel, dann wird das sehr wahrscheinlich funktionieren. Wenn dein Mitspieler eine Aura am Start hat, dann bekommt ihr auch was von der Aura ab. Also solche Sachen sind hier definitiv denkbar und da könnt ihr euch natürlich auch einiges zusammendenken, wie ihr da als Team durch die Story durchknattert. Jedes Mal könnt ihr auch einiges an Spaß mitbringen. Zudem kommt noch hinzu, dass ihr das Thema Wiederbelebung habt, also direkt bei einem Kampf zum Beispiel, was ja für Solo-Spieler meistens jetzt nicht so das Thema ist, wenn ihr jetzt in Path of Exile 2 bei einem Bosskampf ja, zerfetzt werdet, dann ist halt erstmal Boss Reset und ihr müsst die Lebenspunkte von neu auf von 100% runterkloppen. Wenn ihr als Team unterwegs seid, ist das anders. Ihr habt die Möglichkeit, Kameraden wieder aufheben zu können. Müsst allerdings schauen, dass ihr während des Aufhebens, während des Wiederbelebens keinen Schaden bekommt. Weil wenn ihr Schaden bekommt, wird auch dieser Progress vom Wiederbeleben zurückgesetzt und ihr müsst wieder neu anfangen, wieder zu beleben. Und da kommt auch noch eine andere Funktion hinzu, nämlich wenn jetzt ihr ein Partymitglied dabei habt, was sehr bekannt dafür ist, dass es sehr oft stirbt, dann könnte es sein, ihr schafft es einmal, ihn wieder zu beleben oder sie und dann vielleicht auch noch ein zweites Mal. Aber jedes Mal dauert es länger, das Partymitglied wieder zu beleben, je nachdem wie häufig stirbt und irgendwann, wenn man 10-mal gestorben ist, spätestens, ich denke, das wird schon viel früher passieren, dauert die Wiederbelebung so lange, dass ihr das nicht schafft, ohne einen Treffer abzubekommen. Also irgendwann ist auch Schicht im Schacht. Des Weiteren wird wohl auch Schicht im Schacht sein, wenn ihr beim Endgame ankommt, denn da soll es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, Teamkameraden wieder aufzuheben bei so einem schwierigen Kampf. Und das soll einfach das Endgame anspruchsvoll halten für alle, auch für Partys. Des Weiteren können wir vielleicht noch kurz auf den Loot zu sprechen kommen. Es sieht stark nach aus, dass es bezogen auf Path of Exile 1 jetzt hin zu Path of Exile 2 wahrscheinlich nicht viel große Änderungen geben wird. Das heißt, man kann als Host womöglich einstellen, wie man die Loot-Verteilung haben möchte. Es kann sein, dass es einfach frei für alle ist. Das heißt, der Loot, der gedroppt ist, der ist auf dem Boden, ja, und ist für alle da. Ist also hier nicht so instanzierter Loot für jeden Einzelnen. Das könnte man, soweit ich weiß, auch einstellen, wenn man das möchte. Und man kann auch random Loot für irgendjemanden einstellen, der gerade in der Nähe ist beim Drop. Also solche Möglichkeiten gibt es wohl, das einzustellen, wie einem das mehr beliebt. Gibt wohl auch, dass es kurzzeitig für jemanden droppt, aber nach einem gewissen Timer, wenn der abläuft, dass es dann frei verfügbar wird für alle anderen Spieler, die auch dabei sind. Ja, also je nachdem, ob man da jetzt wirklich mit engen Freunden unterwegs ist, ob man mal jemanden mitnimmt, dem man vielleicht nicht so arg vertraut, aber wer weiß, was es da für Konstellationen gibt. Ja,
Dann rächt sich vielleicht auch mal die Ehefrau oder wer auch immer, ja, und schnappt dir irgendwas Geiles weg und dann guckst du in die Röhre. Deswegen kannst du dann da wahrscheinlich irgendwas einstellen. Das ist schon mal, finde ich, ganz gut. Das andere ist, dass wenn jetzt zum Beispiel das so eingestellt ist, dass Loot für jeden zumindest zeitweise gebunden droppt, also dass nur der das aufheben kann, handeln kann man es ja danach, das wissen wir ja jetzt schon. Aber wenn jetzt zum Beispiel ihr im Endgame seid, ihr seid mit einem Freund unterwegs, ihr zockt eine Map da und der verreckt in der Map, dann kann der ja nicht nochmal in die Map rein. Ihr habt nur einen Versuch, eine Map zu clearen, also eine Karte beim Atlas. Und wenn der stirbt, wird er quasi rausgeportet aus der Map. Und der Loot, der für ihn gedroppt ist, der wird dann für dich, wenn du noch lebst, sichtbar und du kannst den auch aufheben. Also diese Möglichkeit wurde schon im Interview bestätigt, dass das möglich sein wird. Und ich finde es auch sehr gut eigentlich, dass sie das so gemacht haben. So kann man dann doch noch was erbeuten, wenn man vielleicht selber gerade kurz vorm Abkratzen ist, nimmt man noch die letzten Sachen mit und dann verabschiedet man sich glorreich aus dieser Karte, die man wahrscheinlich dann zu zweit gefailt hat. Wie auch immer. Dann ist vielleicht noch ganz wichtig, so viel habe ich nämlich auch nicht mehr fürs Video. Es ist vielleicht noch wichtig für euch zu wissen, wenn ihr die Aszendenzprüfung machen wollt, da habt ihr ja verschiedene Prüfungen, die ihr wählen könnt. Es werden ja zum Schluss drei Stück sein, die ihr wählen könnt erst einmal. Vielleicht kommt dann noch mehr dazu, ja, im Laufe der Zeit, man wird sehen. Diese Prüfung allerdings, wenn die euch zum Beispiel alleine zu schwer ist, ja, oder ihr einfach keine Lust habt, das alleine zu machen, könnt ihr es mit die Mitgliedern machen. Also es ist dann nicht so, dass ihr diese Prüfung machen müsst oder machen könnt zusammen und dann nur der Host zum Beispiel kann sich danach die Aszendenz auswählen und ihr guckt dann in die Röhre und sagt, ja schön, dass ihr dabei war, aber was ist mit mir? Ne, jeder kann, wenn ihr das als Party erlebt, kann jeder seine Aszendenz dann auch auswählen. Und ich denke, damit sind wir dann erstmal am Ende der Fahnenstange fürs Erste, was ich jetzt über den Multiplayer zusammengetragen und erfahren habe. Es könnte sich also durchaus lohnen, zusammen unterwegs zu sein, gerade auch im Early Access. Ich möchte auch viel mehr machen eigentlich, weil zusammen, finde ich, macht die ganze Sache immer mehr Spaß. Und ich denke halt auch, ja, die Story werde ich dann vielleicht zu Release, wenn alle sechs Akte da sind, so richtig intensiv mal genießen, solo. Jetzt kann man vielleicht im Early Access auch mal mehr Spaß haben einfach und ein bisschen auf die Dialoge und den Text und so weiter sagen, okay, vielleicht skippe ich das jetzt mal und tue es nicht so intensiv durchlesen. Und mach einfach mal was mit Leuten zusammen. Bin mal über eure Meinung gespannt. Sagt mir, wie ihr das System bisher findet. Habt ihr noch weitere Fragen zum Multiplayer? Vielleicht lässt sich da noch schnell was rausfinden und beantworten in der Kommentarspalte. Und ansonsten werdet ihr Multiplayer spielen? Lasst mich gerne wissen. Danke fürs Einschalten, Leute, und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.